So, was hat Anni gesagt? Katzenparadies bauen? Hallo, meine lieben Freunde. Kriegen wir jetzt noch was mit über den Hintergrund oder so? Platz 13 in den Trends. Anni hat lange keine Videos gemacht, hatte sie gesagt. Ich bin gespannt. Freunde, willkommen zu einem... neuen Video. Haben wir auf einmal den gleichen Motivationscoach? Sag mal, Anni, was war das? Wir machen heute was Besonderes. Erstmal sorry, dass 2 Wochen keine Videos waren. Ich war krank, die Grippe, ich lag im Bett, Fieber, Husten. Ja, Good Times haben wir bei uns erstmal wieder zugemacht, weil Anni natürlich Grippe, hat sich aber auch Corona testen lassen, weil Anni und ich ja auch miteinander gedreht haben. Und dann waren wir so, yo, warten wir erstmal Testergebnisse ab. Liebs, aber war zum Glück nur Grippe. Kein Corona-Test gemacht. Mir ging es schlecht. Aber jetzt bin ich wieder gesund und munter und habe mega... Bock, meine Wohnung zu renovieren. Wir machen heute im Wohnzimmer weiter, bevor wir dann bald das Schlafzimmer renovieren, was sehr aufwendig wird, wo ich schon einige Sachen für gekauft habe. Das wird schon cool. Jedenfalls, hier sind wir im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist so unordentlich, ich habe gar keinen Bock, jetzt alles zu filmen. Egal, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. In dieser Ecke ist so die Katzenecke, sollte sie sein. Hier unten ist das Katzenklo auch, da ist es ein bisschen hässlich, egal. Ist das eine goldene Wand und eine blaue Wand? Ich habe das so oft bei den Anni-Videos schon gesagt, ne? Keine bunten Wände ab. Ich habe einfach ein Problem mit bunten Wänden. Ich höre jetzt auf. Es ist nur mein persönliches Petrol. Stopp das. Mal gucken, ob ich ein neues hole. Und hier an die Wand sollen eigentlich so schöne Klettersachen für die Katzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will so Parcours, dass sie so hochklettern können, dass sie festhalten. Also miau, miau, und dann springen die runter. Und ich habe einen Kollegen in Köln, der hat so eine Pfeifenkraut. Dankeschön, Prime. Gar keinen Bock jetzt auf den Prime Sub. Dankeschön. Auch gar keinen Bock, danke zu sagen. Also von daher, der hat so eine zweite Ebene über der Türe gehabt, wie so eine Ablage, und dann hat also super hohe Decken, also wirklich so 4-5 Meter oder so, weil das einfach so eine weird Dachschräge ist, also in dem Eingangsbereich, also ein Schlafzimmer und dann dieser Wohnungsbereich, und dann hat er über die ganze Decke irgendwie so Katzenwege und so gebaut. Das war insane auf jeden Fall. Ja, machen halt so Katzen. Kennt ihr sogar Björn? Mit Björn habe ich auch gekocht, das für seine Katzen das gemacht. Das war crazy in der Wohnung. Und dafür habe ich jetzt richtig viele Sachen bestellt. Ich dachte, wir bauen das heute zusammen auf und gucken, ob meine Katzen da Bock drauf haben. Oh. Außerdem, ich habe ein neues Wii-Wii-Lineal. Okay, für manche ist das... Oh, Nils. Vielleicht keine... Oh, Nils, der Handwerker im Chat, der hat jetzt richtig Lust schon. Große Sache. Aber oh, Nils. Aber ich hatte nur so ein 40 cm Wii-Wii-Lineal. Und jetzt habe ich ein... größeres Wii-Wii. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Wand. Ich zeig euch mal die... Ich freue mich einfach schon. Ich hoffe, sie bringt eine eigene Wasserwaage auf den Markt, die sie das Wii-Wii-Lineal nennt. Und dann hat Nils auf seiner Baustelle nur noch Azubis, die ihm immer wieder sagen, kannst du mir kurz das Wii-Wii geben? Sachen, die ich gekauft habe. Kannst du mir helfen mit tragen? Möglich. Oh Gott. Wir haben es geholt, das liegt ja unten auf dem Boden. Egal. Wir haben so Sachen geholt, das sind so kleine Stufen für die Wand. Und dann kann man so Stufe hier machen und dann so Stufe hier. Und dann kann die Katze so tschup tschup so hochspringen. Das ist echt ganz cool. Dann haben wir noch Dinger für an die Wand. Ist cool. So tschup tschup. Dann können die hier so kratzen und so dran springen und so. Ich glaube, ist auch ganz cool, oder? Mega. Dann haben wir noch so Brett. Davon habe ich auch so mehrere geholt. Kann man dann auch so, seht ihr, so ein Loch drin, mit so Dings, kann die sich so festhalten. Zack. Oder einfach so runterfallen. Ist voll schwierig. Für mich wäre sowas ganz schwierig. Stell mal vor, du machst wieder, ich sag's immer wieder, Katzenspielzeuge für Menschen und dann hast du einfach so ein Brett an der Wand, wo du durchfallen kannst. Es ist meine Art von Humor. Ich bin ganz ehrlich, ich werde mir das nachbauen für mich selber. Danke, tschüss. Cool, ne? Und dann noch so ein bisschen normale Brett zum Chillen. Da kommt so ein Kissen drauf, dass ihr so chillen könnt drauf. Okay, also das letzte Pack, Mariana. Dann habe ich noch so, ich habe so die Seil geholt, so 100 Meter Ball. Ich habe so eine Säule im Wohnzimmer. Und ich dachte, da könnte man das so, das ist echt schwer. Da könnte man das vielleicht so drum wickeln, dass sie so eine Säule hochklettern können. Auch vielleicht süß. Who knows? Oder? Leute, die dich nicht so gut kennen und wissen, dass du Katzen hast, kommen in deine Wohnung und die denken, du stehst übel auf Bondage, wenn deine Säule eingewickelt ist in Seil. Und dann haben wir noch sowas, auch nur so Brettchen einfach mit ein bisschen Fell drauf, so kleine Bettchen. So, whatever.
es halt so insane, wenn deine Haustiere einfach so, ich kenne das auch von Cookie, Cookie hat auch irgendwie gefühlt 4 Betten hier in der Bude und noch 2 Sofen, Sofas, Sofies, ha, Sofies, entweder 2 Sofas oder 2x Sophie, wenn die mehr chillige Plätze in deiner Bude haben als man selber, so, ist echt so, Haustiere, liebe ich. Jen, dankeschön fürs Wechseln vom Sub. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das machen wollen. Das oder für den Sub dann, ne? Ist ja nur was. Okay. Nimm mal das Bild. Ich denke, wir fangen von unten an, oder? Ich hätte gesagt, wir malen erstmal auf. Hallo, wir planen jetzt wie ein cooles, kreatives Planungsteam die Wand für meine Katzen. Ja, diese Katzen haben es so gut, ne? Die haben so 1000 Leute, die sich darum kümmern, dass es denen gut geht. Ich bin fertig. Mein Brainstorming ist vorbei. Ey, die beiden, ne? Als Anni bei mir drin war und die hatte ihre Schwester dabei, es war nur lustig die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie geht's euch jetzt mit dem Plan? Fühlt ihr euch jetzt so, als ob ihr sagen würdet, boah, ich weiß genau, wie das machen soll? Ich habe eine mehr Ahnung darüber. Du? Ich habe einen groben Plan, was ich machen könnte und was vielleicht cool wäre. Aber das ist ein Design, aber ich, das ist so scattered. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Ja, mir auch. Ich bin mir so, Ja. Ich finde, wir sollten einfach bohren. Und das beendet unser Meeting. Guck mal, YouTuber, wie bei mir, ich bohre auch einfach mal und dann eskaliert alles. Okay, es ist ein bisschen dunkler, es ist ein bisschen später, aber wir sind jetzt an einer anderen Wand und machen das jetzt hier zuerst. Sehr organisiert sind wir. Ich habe eine schöne Zeichnung gemacht. Wow. Jedenfalls, so will ich das jetzt hier machen. Wie viele Sachen hat die denn, Alter? Das sind ja wirklich so 12, 13 Dinger. Mein kleinen Mausis, die vom Erdboden verschluckt sind, by the way, ein schönes Paradies der Kletterei zu schaffen. Ich habe gar keinen Bock, das auszumessen. Wir machen das einfach, wie wir es immer machen, Dan. Einfach drauf los und hoffen, dass es in einem perfekten Wee-Wee ist. Und hoffen, dass es keine Stromleitung in der Hand. Hilfe. Oder so. Oh mein Gott, ich kann es gleich einfach zu treffen, habe Scheiße. Oh mein Gott, ich werde sterben. Kannst du mal das Wee-Wee in die Hand drauflegen, Aliana? Nein. Wie denn hier alles platziert? Nein! Braucht jemand, der anzeichnet! Schnell, Dan! Durch die Löcher durch. Ich schraube das erstmal fest, würde ich sagen. Gib mal den Schlagbohrer. Das ist so ein Riesending, Alter. Steckdose. Haben die Betonwände? Oh, oh. Wie mache ich denn hier das da rein fest? Einfach so? Mein Gott! Was habe ich mir nur dabei gedacht? Dan, kannst du bohren? Das Ding wiegt ungefähr so 9 Kilo mehr als erwartet. Ja, okay. Ich kann das in meinem Fuß halten. Gott. Du schaffst das denn? Wenn du es falsch machst, dann ist es so das Schlimmste, was du jemals hättest tun können. Aber ansonsten. No pressure, aber alles gut. Denn das ist ein bisschen schief. Ich krieg das so nicht hin, ey. Das war sehr solide. Ja, denn! Und noch eins! Oh Gott, soll ich das erstmal umpositionieren? The Bitnapper, dankeschön für den Prime Sub. Oh, danke, Jesus, es ist ein Wee-Wee. Dann. Es ist ein Wee-Wee, zum Glück, Nils. Dübel. Bam, bam, bam. Okay. Oh, sehr viel Platz. Oh, oh. Sehr locker drin. Oh, oh. Just saying. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das nicht hält. Ja. Same. Cool, also die ist zu weit drin, die kann man nicht festschrauben. Ich habe richtig Angst davor, dass die Katzen da drauf sitzen. Wo ist Maron? Komm nicht mehr runter, oder? Anstatt deine Katze da jetzt drauf zu klatschen, kannst stimmt, du nicht. Ich geh mal selbst drauf. Okay, Janni. Alles gut. Mal, gefällt dir das? Ist das cool? Guck mal, das hält aber. Okay, Dan. Stell dir mal vor, es gibt größere Lebewesen als du selber und die nehmen dich so hoch und sprechen nicht deine Sprache. Und du sagst schon so. Und setzen sich dann einfach an das Maximum, wo sie mit einer Leiter drankommen. Also ich meine, Katzen können da runterspringen und haben kein Problem. Wisst ihr, was ich meine? Wir hätten alle ein Problem, wenn wir auf so einem 10-Meter-Brett auf einmal ausgesetzt wären und sind so, yo, Bro, yo, Alter, das 10-Meter-Brett wackelt. Was ist denn? Hey, hör mal auf. Hallo, kannst du mal ganz kurz? Es sind 10 Meter. Das wäre so mein Leben. Ich probiere mich gerade. Ich bin eine Katze jetzt. Miau, Bitches. Es geht. Machen wir schon mal das zweite, oder? Oh, Buddy. Wir holen das.
It is time for the big Wee-Wee-Lineal. Denn ich habe ein sehr langes, sehr hartes Wee-Wee-Lineal. Guck, wie groß. Warum? Mit der Leiter und immer größer als ich. Und dann tun wir das so rüber, halten das andere dran und dann malen wir einfach. Das wird gut. Das wird gut. Ben, Weite deines Amtes. Dr. Bohr. Oh, Dan. Gefährlich. Ja, das ist zu klein. Das passt ja ganz gut, ne? Ist wieder so ein bisschen durchgerutscht, aber was soll man machen? Riecht verbrannt. Passt nicht. Zu wenig. Soll ich einfach ein bisschen hinstellen? Ich mach den Biki so ein bisschen auseinander. Ey, es ist safe wie bei uns. Es ist alles immer so sehr spontan. Wir biegen das mal auseinander, damit es halbwegs passt. Gott, sind wir scheiße in allem. Okay, als nächstes haben wir Loch, Brett und Loch. Das, was ungefähr so hier hinkommt. Und das, was so hier hinkommt. Und darunter nochmal so eins mit Loch. Nicht gerade? Also, ich muss ja sagen, es gibt immer eine große Debatte zwischen so Katzen und so Hundemenschen. Und ich würde eigentlich sagen, ich habe zwar einen Hund, aber ich bin eigentlich sehr neutral in der Mitte. Ich habe überhaupt nichts gegen Katzen. Aber wenn ich das sehe, was Anni da macht, was ich sehr bewundernswert finde, dass man sich so mit den für die Tiere wirklich eine Wohnung macht und ein so Anni hat so zwei Streamingräume und der Rest der Wohnung ist gefühlt dieses ganze riesige Wohnzimmer, was sie in der Roomtour gezeigt hat, ist eigentlich nur eine riesige Katzenspielwiese. Und es tut den Katzen, weil es Hauskatzen sind, bestimmt übel gut und das ist übel nice. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde legit meine private Wohnung never ever zu so einem riesen Wand-Katzenspielplatz machen, auch wenn das genau das Richtige für die Katze ist. Da muss ich sagen, ich glaube, ich werde gerade Team Hund. Also so, das ist schon viel, Alter. Nee, also gibt ja Leute, die das vielleicht schön finden, aber so viel Wandschmuck für Katzen, da bin ich irgendwie, ich kriege gerade einen Upturner da drauf, ich weiß auch nicht. Und nicht mal, weil ich das schlecht finde, ich finde das fantastisch, ich finde das sehr gut, aber ich persönlich weiß auch nicht. Sieht so noch aus. Hab, glaube ich, zu tief gebohrt. Nee, ist einfach Hohlraum dahinter. Ist doch gut. Schlagbohrer sind so cool. Die machen die ganze Arbeit für einen. Das hält null. Ist da ein Dübel drin? Ja. Das ist auch immer durchgerutscht. Ja, manchmal, ich glaube, an manchen Stellen ist die Wand einfach richtig kacke. Oh, Nils ist getriggert jetzt. Oh, Nils ist getriggert. Nils ist getriggert, Alter. Oh, das ging aber trotzdem ganz gut jetzt, oder? Oh. Okay, das ist schon cool, wenn sie es dann machen. Ich geb's zu. Machen wir die Wand jetzt fertig? Ja. Nee. Ja, kacke. Mann, ey! Dein! Ja, wo ist das Abbruch? Ich seh's schon, komm. Das ist sicher. Gefällt dir das? Ja. Es ist auf jeden Fall insane cool für die Katzen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das war's für heute. Wie, man könnte sich auf Dümmer anstellen. Willst du jetzt auf an? Ich bin sehr gut im Bauen, Sophie, falls du jetzt mich meinst. Ich kann sehr gut bauen. Letztens erst Küchenbaublock hochgeladen, sehr gut gewesen. Ich dachte wirklich, ich krieg das jetzt einmal, mache ich mal ein Video, gleich ein Projekt. Ne? Aber es läuft natürlich wieder alles schief. Ich besorge neue Dübel, ich besorge neue Lebenswillen. Und dann sehen wir zum nächsten Video und dann machen wir das fertig. Und dann räume ich auch mal das Wohnzimmer auf. Und oh, es fällt, neue es fällt, Küche es fällt, es fällt nicht. Wie das hier alles mittlerweile aussieht und so. Oh. Ja. Thank you for einschalten. Bis nächste Woche. Und folgt mir auf Twitch, da streame ich jeden Tag. Und ab Montag streame ich jeden Tag auf Twitch Halloween-Streams. Bin ich ab dir? Jeden Tag wirklich? Das ist crazy. Aber ich glaube, das wundert mich jedes Mal wieder. Ich hab Bock, das abzuchecken. Und falls ihr zu spät seid für die Streams, kommt am nächsten Tag immer der Halloween-Stream auf meinem zweiten Kanal, die Ente. Checkt das auch mal ab. Und noch eine letzte Sache, nämlich bald kommt wieder neues Merch. Und ich brauche dafür noch coole Models. Also falls ihr Bock habt, für mein Merch zu modeln,
Meldet euch hier bei models@secondwave.rocks. Alle Teilnahmebedingungen habe ich auch unten nochmal reingeschrieben und nochmal einen Tweet verlinkt, wo nochmal alles genannt ist. Also falls ihr Bock habt, Model zu sein, sehr gerne. Ich suche vor allem Leute, die halt auch sehr dick sind oder sehr groß oder sehr klein. Oder auch mit anderen Hautfarben oder auch wenn ihr wie im Rolli sitzt oder so. Alles cool für mich. Meldet euch. Ich will sehr viele verschiedene Leute von meinem Team haben als Models und ja. Neuen Lebensmittel, wo kriegt man das? Obi, haben wir doch gerade in der Werbung gesehen.